Das sind also zwei Sachen. Das eine ist, also werden also zwei Hormone im Darm freigesetzt. Das eine wirkt auf das Gehirn und sagt dem Gehirn, du bist satt. Das nennt sich also Peptid YY. Und das ist also ein Signal, ich bin satt. Und dann wird auch die Magenentleerung gestoppt. Das heißt, der Magen bleibt erstmal in Ruhe. Und das zweite ist auch so eine Art Hormon, was im Darm produziert wird unter dem Einfluss. Und das ist es gibt also im Körper das Insulin, was letztlich den Blutzucker in die Zellen zur Nutzung reinführt. Und es gibt einen Gegenspieler vom Insulin, das ist Glucagon. Und dieses zweite Hormon heißt Glucagonartiges Protein 1 und hemmt jetzt das Glucagon. Dadurch hat das Insulin wieder freie Fahrt und der Zucker kann in die Zellen aufgenommen werden und sammelt sich nicht im Blut an. Und auch der Fettstoffwechsel, gibt Untersuchungen an Fettzellen, aber auch am ganzen Tier, wird in gleicher Weise günstig beeinflusst. Und das ist alles jetzt erst relativ neu entdeckt und deshalb sind also die Diabetologen, die Leute, die sich mit der Fettsucht beschäftigen, alle sind begeistert, die Entzündungsforscher. Und man kann das von zwei Seiten beeinflussen. Es gibt ja sogar Stuhltransplantation, dass man die richtigen Bakterien verpflanzt. Aber wenn man lang genug ballaststoffreich isst, ein halbes Jahr, bildet sich das auch von selber im Gleichgewicht. Und wenn man das noch dazu dann eben die kurzkettige Fettsäure noch dazu nimmt. Ich denke, man soll sich gesund ernähren und vielleicht noch ein bisschen zusätzlich als Ergänzung die Propionsäure nehmen oder die Propionate.